Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Rezension zu einem Fantasy-Zweiteiler. Und zwar ist das Tränenkönigin und Tränenrebellen von Jayla Hinch aus dem Bokapi Verlag. Wenn euch dieser Verlag jetzt nichts sagt, ist das nicht weiter verwunderlich, denn der Verlag ist ganz neu und diese beiden Werke hier sind die ersten beiden Bücher, die der Verlag herausgegeben hat. Und zwar wurde der Verlag von der Autorin selbst gegründet, die ihr Werk, was schon mal erschienen ist, jetzt da nochmal herausbringt. Sie möchte aber nicht nur ihre eigenen Werke herausbringen, sondern auch anderen Autoren, neuen und frischen und jungen Autoren, die Chance geben, dort einen Platz zu finden. Ja, Bokapi fand ich ganz interessant, hatte sie ja auf der Website auch beschrieben, wie dieser Name überhaupt zustande gekommen ist. Ist halt eine Zusammensetzung aus dem Wort Book, also Buch, und dem Tier Okapi. Und deswegen ist auch das Okapi hier ja das Logo von dem Verlag. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, ich verlinke euch natürlich auch die Seite des Verlags, weil das ganz persönlich und niedlich aufgemacht ist. Auch stellt sie ihre Mitarbeiter vor, das Lektorat und diese Designer. Ja, und diese beiden Bücher haben mich optisch schon mal auch sehr angesprochen, denn ich bin auf diese Bücher aufmerksam geworden durch die Mein Wunder Agentur, die uns Blogger und YouTuber ja immer wieder anschreibt und Bücher bewirbt und fragt, ob wir diese rezensieren möchten. Und ja, bei diesem habe ich mal wieder zugesagt. Wie gesagt, optisch hat mich das schon angesprochen. Die wurden auch designt von Marie Grashoff. Und ich denke mal, dass einigen das etwas sagen wird, dieser Name, denn sie ist selbst Autorin und ja, designt mehrere schöne Cover. Ja, gleichzeitig hat mich natürlich auch der Inhalt angesprochen, deswegen habe ich zu dieser Kampagne ja gesagt und habe mich auf diese Bücher sehr gefreut. Und ja, jetzt habe ich die Bücher gelesen und möchte euch diese beiden rezensieren. Und ich werde von der Mein Wunder Agentur dafür mit einer kleinen Aufwandsentschädigung honoriert. Ja, bevor wir aber jetzt zum Inhalt und zur Rezension an sich kommen, möchte ich einmal euch zeigen, wie diese Bücher bei mir eingetroffen sind. Denn es gab ein kleines Überraschungspaket vom Bokapi Verlag und das war alles sehr, sehr liebevoll eingepackt. Und das möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Deswegen lege ich jetzt einmal die beiden Bücher auf jeden Fall weg und zeige euch schon mal alleine das Päckchen, wie es hier angekommen ist. Ist das nicht süß? Schon ja, eine richtig designte Box für den Bokapi Verlag. Deine persönliche Buchbox, auch wieder hier mit dem Okapi. Und ja, wirklich, wirklich schön. Es ist im Moment leer, weil ich habe das Ganze schon ausgepackt und hier schon mal hingelegt. Zum einen kamen natürlich die Bücher an und die waren ganz süß verpackt. Ich habe das jetzt alles mal so versucht heil zu lassen, damit ihr sehen könnt. Ich musste die Bücher natürlich für das Lesen schon rausholen, aber ich habe euch dann hier einmal ja, die Hülle wieder so ein bisschen zusammengesetzt, wie das hier angekommen ist, mit so einem kleinen Sticker, dann ein schönes Glitzerbändchen und dann auch noch einen schönen Stempel, den ich auch sehr, sehr hübsch fand. Dann wurde tatsächlich extra für diese Bücher eine Kerze gegossen. Das ist ja im Moment auch so ein Trend, dass passend zu Büchern Kerzen gegossen werden. Und auf dem Verlag gibt es tatsächlich eine Kooperation mit einer Kerzengießerin, die wohl zu jedem Buch irgendwie Kerzen gießt. Und da habe ich dieses wunderschöne Schätzchen noch in dem Paket gefunden. Und zwar zu der Tränenrebellen. Ja genau, und die Kerzen gießt, heißt Nerdy Duftkerze. Und der Duft ist Watermelon Mint. Und das ist echt super cool, weil genau diese beiden Duftrichtungen, Geschmacksrichtungen mag ich total gerne bei einer Kerze. Ja, es ist wirklich fruchtig süß, wie diese Wassermelone-Nummer ist. Und dann noch was Frisches, Belebendes von der Minze. Also da freue ich mich richtig drauf. Gleichzeitig ist es hier schön mit Glitzer versehen. Und ich denke mal, diese beiden Wachstropfen hier sollen Tränen darstellen, was ja auch ganz gut zum ja, Cover passt. Und natürlich auch farblich ist das Ganze ein bisschen abgestimmt mit ganz viel Glitzer. Und was ich auch ganz cool finde, ist hier an der Seite, ich weiß gar nicht, ob der, doch, könnt ihr gut sehen, ist so ja, noch Schrift oder Text eingewebt, wahrscheinlich an die Seite. Finde ich ganz cool. Ob das jetzt tatsächlich ja, aus dem Buch selbst irgendwelche Zeilen sind. Ich konnte da jetzt nichts, kein Zitat lesen, aber ich finde, optisch passt es natürlich perfekt zu einer Buchkerze. Und dann haben wir hier noch ein Schleifchen.
und ein kleiner Anhänger, wo man einen Teil vom Cover sieht. Also sehr, sehr schön gestaltet und der Duft passt auf jeden Fall zu mir. Ich habe gesehen, bei anderen, die auch dieses Paket bekommen haben, auf Instagram konnte ich das schon sehen, dass es da noch eine andere Duftrichtung gab. Wahrscheinlich dann so irgendwie in Lila gerichtet für, also nicht die Tränenrebellen, sondern die Tränenkönigin, den ersten Band. Und der Duft hätte mir, glaube ich, nicht so zugesagt wie dieser hier. Also hat das perfekt gepasst. Stelle ich mal hier hin. Ja, dann gab es natürlich einen kleinen Brief mit persönlichen ja, Worten, dass sie sich bedanken, an der Aktion teilzunehmen und dass sie sich darüber freuen. Und ja, dass das halt Testprodukte sind, beziehungsweise Testdrucke, und dass sich dadurch auch mal Fehler einschleichen können. Und ja, dann haben sie noch ein bisschen was zu den Instagram-Profil gesagt und ja, dass man nicht vor dem 25. September was posten soll. Ja, fand ich ganz, ganz niedlich gemacht. Immer so ein kleines Anschreiben finde ich immer ganz schön. Dann kam noch hier ein wunderschöner Briefumschlag an, auch wieder mit den tollen Stempel und so einem tollen Wachsemblem. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber fand ich auch ganz wertig, hochwertig gemacht und dann mit diesem tollen Aufkleber öffnen und freuen. Und da sind jetzt so die Goodies und Postkarten von dem Verlag enthalten. Natürlich passenderweise das Lesezeichen. Ihr wisst ja spätestens aus meinem Lesezeichen-Buchtipp-Video, dass ich immer sehr, sehr gerne passende Lesezeichen zu den Büchern mir aussuche. Und wenn man natürlich direkt das Lesezeichen zum Buch hat, passt das natürlich perfekt. Ich habe mir das dann auch direkt ja, für das Buch geschnappt. Und auch ein paar Postkarten. Hier zum Beispiel direkt vom Okapi Verlag, einzigartige Bücher für deine Seele. Ich glaube, da ist dann schon ein Buch, was demnächst dann auch erscheint oder schon erschienen ist. Nach dir nur Erinnerung. Und ein weiteres Buch, was glaube ich auch erscheint, ist dieses hier. Finde ich sehr, sehr hübsch. Da steht jetzt nichts dazu, aber kann man dann tatsächlich als Postkarte benutzen. Die werde ich auf jeden Fall auch aufheben. Und ja, finde ich sehr, sehr schön mit den Tieren. Ja, und das nächste Goodie oder Merchandise-Produkt, da habe ich mich erst super drüber gefreut und dann war ich ein bisschen enttäuscht, aber an sich ist es eine super Sache. Und zwar haben wir hier Tränenmeersalz, also auch passend angelehnt an den Titel. Ich dachte erst, das wäre eine Gewürzmischung. Also wirklich Salz zum Kochen und zum Würzen. Ja, irgendwie dann mit Lavendel und ein paar Kräutern und so. Aber dem ist nicht so. Ich bin ganz froh, dass ich das vorher gemerkt habe, sonst wäre das ein böses Erwachen gewesen, denn es ist Badesalz. An sich auch was Tolles, weil ja viele, viele Bücherliebhaber auch wirklich gerne baden und sich das gemütlich machen in der Badewanne. Ich bade einfach nicht gerne, deswegen werde ich das hier verschenken. Aber an sich ist das eine ganz süße Idee und finde, wie gesagt, Salz und Tränen und Wasser und Meer passt natürlich sehr, sehr gut jetzt zum Titel. Ja, und ein Highlight war auch noch, ich finde es ja immer gut, wenn Merchandise-Produkte oder halt so Goodies auch etwas sind, was man auch wirklich benutzen kann. Und da gehört jetzt auch tatsächlich dieses Teil hier noch dazu. Und zwar ist das ein Jutebeutel mit den Bokapi drauf. Ist ein bisschen blass gezeichnet, aber kann man auf jeden Fall benutzen. Ich finde immer so ein bisschen die Henkel zu lang, weil ich mir das nicht über die Schulter halte und nicht besonders groß bin. Das heißt, wenn ich den jetzt einfach so schleifen lasse, dann schleift er wirklich auf den Boden. Aber an sich liebe ich Jutebeutel alleine auch schon, um irgendwas zu schützen im Rucksack oder halt immer was dabei zu haben fürs Einkaufen oder halt auch für Bücher, ne? Also das kann man wirklich immer gebrauchen. Und schlussendlich war dann auch doch das Poster drin, was ich jetzt hier zu Dekozwecken einfach mal ja, dorthin gesetzt hat. Und eigentlich habe ich mir so vorgenommen, hier auch ein bisschen was zu dekorieren. Ja, habe ich nicht gemacht, mache ich jetzt kurz nachträglich. So. Okay, ich glaube, das reicht. Ja, jetzt wollen wir aber auch wirklich mal zu den Büchern kommen, denn das ist ja auch wirklich das, worum es hier geht. So, ich halte euch jetzt einmal den ersten Teil hoch, denn da werde ich jetzt hauptsächlich drüber sprechen, weil zum zweiten Teil möchte ich gar nicht so viel sagen, weil da wird man dann doch ein bisschen spoilern. Aber dazu werde ich dann auch noch zwei, drei Worte verlieren. Ich habe euch ja schon gesagt, das Ganze ist so ein Testleserexemplar und das haben sie hier auch nochmal eingedruckt. Das Ganze ist auch
signiert und auch gestempelt, finde ich ganz, ganz niedlich gemacht. Ja, worum geht es hier? Es geht hier um Nava. Und Nava hat es zurzeit wirklich nicht leicht, denn sie hat kürzlich ihre Eltern verloren und auch somit ihr ganzes Elternhaus, ihre Ehre, ihren Obdach. Aber was eigentlich das Schlimmste ist, dass sie ihren Zwillingsbruder Nate scheinbar auch zu verlieren droht. Er ist zwar noch am Leben, aber er ist ja, scheinbar durch den Schock, seine Eltern zu verlieren und sein Obdach zu verlieren, so in Trauer versunken, dass er nicht mehr spricht und nur noch lethargisch vor sich her starrt. Also er ist scheinbar irgendwie überhaupt nicht mehr anwesend. Er ist zwar und folgt ein und geht durchs Leben, aber er, ja, sonst scheint er nicht mehr richtig lebendig zu sein. Gleichzeitig kommt noch ein Problem auf sie zu. Sie wurden zwar aufgenommen von einem anderen Ehrenhaus in diesem Land und sollte sie eigentlich sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt jetzt ein Zuhause hat, beziehungsweise ein vorübergehendes Zuhause und dass sie nicht auf der Straße leben muss. Aber das sind so schreckliche Menschen, die dort ja eigentlich sie gar nicht zu schätzen wissen und einfach nur ihre Dankbarkeit erzwingen wollen und eigentlich auch nur den äußeren Schein sie jetzt aufgenommen haben, weil sie ja ach so hilfsbereit sind. Und der Sohn dieses Hauses hat sich irgendwie scheinbar in Nava verliebt, beziehungsweise möchte sie besitzen und möchte sie als Zukünftige. Aber das kann sie überhaupt nicht mit sich vereinbaren. Sie findet ihn ganz grausig. Er ist ein besitzergreifender Typ und von sich selbst extrem eingenommen. Und deswegen beschließt sie zu fliehen. Sie möchte sich zunächst einmal ein bisschen Geld zusammenklauen auf dem Markt, was ihr total schwer fällt und sie oft fast erwischt wird. Und dann möchte sie mit ihrem Zwillingsbruder zusammen fliehen. Denn für ihren Bruder hätte sie es vielleicht gemacht, damit er auch irgendwie ein Zuhause hat. Aber sie erfährt halt, weil er jetzt irgendwie nicht mehr ganz bei Sinnen ist, dass er abgeschoben werden soll in so eine Anstalt. Und deswegen ja, macht sie das ganz kurzfristig, dass sie über Nacht flieht. Während ihrer Diebstahlaktionen lernt sie einen jungen Mann kennen, der sie zwar erwischt, aber sie nicht meldet und ihr anbietet, zusammen mit ihr zu fliehen, denn er hat irgendwie so eine Art Geologie studiert in dieser Welt und möchte jetzt die Welt außerhalb der Stadt ja, erkunden, erforschen und bietet ihr eben an, zusammen mit ihr aus der Stadt zu fliehen und ihr zu helfen. Sie weiß nicht so genau, warum er das Ganze macht, aber sie nimmt natürlich die Hilfe sehr, sehr gerne an. Allerdings ist es gar nicht so einfach, in dieser Welt diese Stadt einfach zu verlassen, denn außerhalb soll nur Wüste sein und dort kann man nicht überleben. Gefährliche Kreaturen sollen da sein und da ist es einfach nicht lebenswert. So wird es jedenfalls den Bewohnern der Stadt so erzählt und deswegen traut sich eigentlich niemand raus und alle Kundschafter, die geschickt werden, kommen eigentlich niemals zurück. Aber Nava ist das Ganze egal, sie ist verzweifelt, sie möchte sich einfach nicht mehr in ihre Zukunft, die sie da in dieser Stadt erwartet, begeben und deswegen flieht sie. Ja, und wie sie Nate retten kann, das hängt auch mit der Tränenkönigin zusammen, die scheinbar ein Auge auf Nate und Nava geworfen hat. Und um Nate zu retten, muss sie gewisse Tränen sammeln, um seine Seele wieder zu finden. Ja, wie das Ganze zusammenhängt, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber um euch so ein bisschen diesen fantastischen Teil auch zu erklären, wollte ich das jetzt nicht weglassen, auch wenn das jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wirkt. Ja, ist dann halt eine Reise, eine Abenteuerreise durch diese Wüste und sie lernt immer mehr über das Land kennen und über ja, diese Wesen, die sie dort trifft. Ja, für mich hatte sich das sehr, sehr schön angehört, denn ich habe hier eine philosophische Fantasy erwartet, sehr mit poetischer Sprache und wo auch diese fantastischen Elemente eine große Symbolkraft haben und man so ja, Aussagen und eine Message herausziehen kann, die man dann wiederum auf unsere Welt ummünzen kann. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut und ich habe das auch bekommen. Allerdings ist es ja immer sehr schwierig bei philosophischer
und poetischer Sprache, dass das nicht kippt in diese kitschige und geschwollene Richtung. Und genau das ist hier leider bei mir passiert. Ich möchte allerdings jetzt erstmal mit den positiven Dingen anfangen, denn ich finde, die Autorin ist hier sehr kreativ gewesen. Und ich finde es immer toll, wenn man sich als Autorin etwas absetzen möchte oder sich etwas Neues ausdenkt und nicht irgendwie immer das Altbewährte neu erzählt. Es ist natürlich von der Grundstory nicht unbedingt neu, dass eine junge Frau verheiratet werden soll und sie dann flieht. Aber ich finde, die Welt, die hier Jayla Hinch aufgebaut hat und auch das Magiesystem und auch die Wesen, die sie hier geschaffen hat und auch die Settings, finde ich sehr kreativ und neu. Also zum Beispiel Wesen wie die Eringos, das sind libellenartige Wesen, die ein magentafarbenes Licht verströmen und außerdem eine Melodie verströmen, die sehr, sehr traurig und melancholisch ist, aber für Menschen auch sehr, sehr gefährlich, weil sie großen Einfluss auf ihren Geist haben und sie da so wie eine Hypnose über sich ergehen lassen müssen. Und deswegen gibt es viele Legenden über diese Wesen. Sie erschafft aber auch wirklich tolle Settings, ob das Unterwasser-Settings sind oder dieses Elementar-Tränenreich von der Tränenkönigin, also wo sie wirklich schöne Bilder erschafft. Es hat mir wirklich gut gefallen und davon gab es mehr. Allerdings waren das alles nur Ansätze und für mich nicht gut ausgefeilt. Ich meine, es sind wirklich auch nur 330 Seiten, die diese Welt oder diese, ja, diese Welt im Grunde Platz hat. Es gibt zwar noch den zweiten, wo das Ganze dann auch noch ein bisschen tiefer geht, aber ich finde, für eine neue Welt und ein neues Magiesystem und diese kreativen Ideen braucht es einfach mehr Seiten oder mehr Erklärungen oder mehr zum Zeigen in dieser Welt, als dass das nur so oberflächlich angekratzt wird. Das fand ich alles nicht richtig schlüssig und nicht bis zum Ende durchdacht, was ich sehr, sehr schade finde. Ähnlich oder sogar noch kritischer sehe ich die Charaktere hier. Denn die fand ich im Gegensatz zur Welt und auch zu den Wesen und zur Magie sehr, sehr blass. Also über Nate, ihren Zwillingsbruder, erfährt man im Grunde überhaupt gar nichts. Also den kenne ich gar nicht. Im zweiten Band wird es dann ein bisschen anders, aber im ersten erfahre ich über den überhaupt nichts. Und selbst die Protagonistin, die ja aus der Ich-Perspektive hier berichtet, der wir auch ein bisschen näher kommen dadurch, weil sie eben ihre Gefühle erzählt, die fand ich aber auch nicht besonders. Also zwischenzeitlich fand ich es gut, dass sie mal so ein bisschen rebelliert und auch mal den Mund aufsperrt. Aber sobald sie zusammen mit Jayden ist, das ist derjenige, mit dem sie dann flieht und wo wir natürlich wissen, dass sich daraus eine Liebesgeschichte entspinnt, wird sie irgendwie zum Mäuschen. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn auch deren beide Liebesgeschichte, ich wusste, dass ich mich darauf gefasst machen muss. Also ich bin ja jetzt nicht der größte Fan von diesen Romantasy-Geschichten, aber hier wollte ich das wagen und ich hatte mich darauf eingestellt, dass hier eine Liebesgeschichte kommt. Aber die fand ich im Grunde sehr, sehr oberflächlich, sehr, sehr schnell, dass sie sich große Gefühle gegenüber empfinden und eben ja auch ein bisschen langweilig. Also da hat man überhaupt nicht diese Spannung gemerkt oder dass es da irgendwelche interessanten Dialoge gab oder so, dass sie sich irgendwie besser kennengelernt haben. Das kommt einfach, weil wir als Leser auch weder die Protagonistin besonders gut kennenlernen und auch Jayden, also bei dem fand ich das auch extrem, der war mir viel zu aalglatt. Der war tugendhaft, der war liebevoll, der war alles, was positiv ist und der hatte überhaupt keine Ecken und Kanten. Es kam nachher so ein kleines Geheimnis raus, aber selbst das hat es für mich nicht besser gemacht. Ja, war mir viel zu glatt und glatt gebügelt und einfach ein bisschen langweilig. Also die Charaktere waren hier leider überhaupt nicht gut ausgefeilt. Sehr, sehr schade. Dann kommt noch hinzu, dass wir Kapitelanfänge haben, wo immer Illustrationen auch zu sehen sind, was ich an sich auch schön finde. Und das ist auch überhaupt nicht mein Kritikpunkt. Also hier sehen wir immer, das ist dann wahrscheinlich, soll wahrscheinlich Nate sein, der Zwillingsbruder. Und dann sehen wir hier halt immer so Zitate von Nate und die er wahrscheinlich denkt, aber er kann halt Nava nicht erreichen in seinem Zustand.
Aber ich fand, das war überhaupt nicht authentisch, dass dieser junge Mann diese Sätze sagt, weil dies waren im Grunde so Glückskekssprüche, kitschige und viel zu geschwollene Lebensweisheiten, die so ein Typ gar nicht sagen würde. Beziehungsweise mir wurde das nicht authentisch rübergebracht, dass er sowas sagen würde. Also insgesamt waren die Figuren nicht authentisch dargestellt und ich fand auch die Dialoge manchmal. So wird man doch nicht reden, denke ich mir dann immer. Also auch wie die miteinander gesprochen haben, Nava und Jaden. Und dauernd hat er immer ihren Namen genannt. Also immer, wenn er irgendwas zu ihr gesagt hat, immer Nava am Ende. Sollte vielleicht ein bisschen intimer und persönlicher wirken. Das war mir irgendwie ein bisschen zu oft. Also insgesamt war mir dann auch die Sprache leider ein bisschen zu geschwollen und kitschig. Hat mich nicht erreicht. Vielleicht mögen das manche, aber wie gesagt, das ist bei so poetischen, märchenhaften Geschichten leider auch schnell der Fall. Mal, dass das in diese Richtung kippt und das ist leider bei mir passiert. Dann fand ich eben, wo ich mich drauf gefreut habe, auf diese Symbolkraft von Metaphern und so, habe ich da so dieses Bild, was hier gezeichnet wurde, nicht so ganz unterstützt. Hier wurde es nämlich so dargestellt, dass man, wenn man zu viel weint und zu viel Tränen verliert, auch seine Seele verliert. Und das sehe ich irgendwie nicht so. Also das fand ich irgendwie ein blödes Gleichnis, weil für mich sind Tränen irgendwas Reinigendes. Also ich finde das viel schlimmer, wenn man wie Nate jetzt zum Beispiel überhaupt keine Emotionen zeigt und überhaupt ganz kalt und emotionslos ist. Für mich ist Tränen, Emotionen zu zeigen, Leben. Und es hat was Reinigendes. Natürlich, wenn man dauernd weint und dauernd Trauer hat, vielleicht ist das gemeint, dass man gar nicht mehr so aus der Trauer herauskommt und nur noch Tränen vergießt und die Freude und die Hoffnung vergisst und so weiter. Vielleicht ist das damit gemeint, aber es wurde mir irgendwie zu oft gesagt, dass die Tränen die Seele ausspülen und deswegen Nate in diesem Zustand irgendwie ist. Und dass es auch vielen anderen Menschen in Marenna, so heißt die Stadt, eben auch so geht, weil es da so blöde Zustände gibt. Ja, und darum ist jetzt hier ein kleiner Übergang zum zweiten Band, die Tränenrebellen. Geht es halt auch so ein bisschen darum, also Nava hat sich zur Aufgabe gemacht oder möchte gerne die Zustände in der Stadt Marenna ändern. Aufgrund von ihrem Schicksal, was ihr geblüht hat, aber auch aufgrund von anderen Schicksalen, die sie mitbekommen hat, was hier eben die Gesellschaft allen so vorschreibt, besonders halt den Frauen, die nichts zu sagen haben und die dauernd irgendwie einfach nur verheiratet werden und sich deswegen reihenweise irgendwie umbringen. Ja, und das möchte sie eben auch verhindern und weil die Stadt sonst zugrunde gehen könnte, weil die Tränenmeere drohen, alles unter sich zu begraben. Ja, so viel dazu zum zweiten Band zur Story. Also im ersten geht es eher darum, Nate zu retten und diese Tränen zu sammeln und zu fliehen und die Umgebung so ein bisschen zu erkunden. Und im zweiten Band kehren sie sozusagen zur Stadt zurück und wollen dort die Verhältnisse verbessern. Ja, insgesamt leider war es für mich dann doch eher ein Flop als ein Top, aber ich kann da durchaus die Fähigkeiten und diese Ideen, diese Kreativität der Autoren loben und soll auf jeden Fall nicht aufgeben. Sie ist ja auch noch eine sehr junge Autorin und ich finde ich weiß gar nicht, ob das ihr Erstlingswerk ist. Jedenfalls finde ich das auf jeden Fall nicht zu verachten, aber es bleibt halt alles sehr, sehr an der Oberfläche. Ob das der Weltenaufbau ist, ob das Magiesystem ist oder besonders eben die Charaktere. Das Buch an sich ist ganz schön gesetzt, es ist relativ groß geschrieben, nicht zu eng. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass immer wieder Bindestriche gesetzt wurden, wo sie gar nicht hätten sein müssen. Wahrscheinlich war der Text mal anders gesetzt ursprünglich und das waren dann halt ja so Zeilenumbrüche, Bindestriche und die wurden jetzt halt nicht rausgenommen. Aber dadurch, dass das ein Testleser-Exemplar ist, fand ich das nicht sonderlich schlimm. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Auflage dann korrigiert. Und ich wollte euch auch noch mal die Kapitelanfangsillustration aus dem zweiten Band zeigen, die ich noch schöner finde. Weil hier nochmal so Wesen gezeigt werden, ja, die es halt eben in diesem
in dieser Welt gibt und das eben für mich auch ein sehr positiver Aspekt war. Ja, eigentlich schade, dass es für mich kein großes Highlight war, obwohl ich mich da echt drauf gefreut habe. Ich kann mir aber auch ganz gut vorstellen, dass andere das ganz anders wahrnehmen, wenn man einfach auch andere Schwerpunkte setzt. Ich habe nun auch in der Fantasy und besonders auch in der High Fantasy wirklich viel gelesen und kann dann natürlich auf anderes zurückgreifen und vergleichen. Und deswegen habe ich da vielleicht auch ein bisschen höhere Ansprüche als andere. Das ist total okay und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn ihr diese Dialogie schon gelesen habt, einfach mal von euch zu lesen in den Kommentaren, wie ihr das so empfunden habt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das ganz anders seht oder ob ihr einfach noch andere positive Aspekte viel mehr und größer bewertet habt, die ich vielleicht noch gar nicht aufgezählt habe. Da freue ich mich drauf. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich noch bei der Mein Wunder Agentur und bei dem Bokapi Verlag bedanken für das Zusenden und für diese liebevolle Verpackung. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!